Willkommen in der Steakwerft. Ich bin Stefan Pistol, euer Fleischermeister, und ich zeige euch mal, was es hier alles gibt. Wir haben eine riesen Auswahl an regionalem Fleisch aus Mecklenburg-Vorpommern, alles in Bio-Qualität, aber natürlich darüber hinaus auch Spezialitäten aus der ganzen Welt. Wir haben Iberico-Schwein aus Spanien und wir haben natürlich auch japanisches Wagyu-Steak. Also wir haben für alle was, ob Hobbykoch oder Profigriller. Und natürlich die passenden Spirituosen, Gewürze und natürlich auch die richtige Pfanne. Also, kommt vorbei. Willkommen bei Güstrow TV mit Charme und Schürze und heute zu Gast der Felix Grasshoff. Schöner Name. Ja, danke. Hast du vorhin schon gesagt? Ja. Auf jeden Fall selten. Schön nicht, aber selten. Er hört sich auf jeden Fall nicht indisch an, weil wir haben ja gesagt, wir wollen heute indisch kochen. Du bist kein gelernter Koch, du kommst aus einer ganz anderen Branche. Willst du mal kurz erzählen, was du so machst? Ja, also im weitesten Sinne Urinkellner, es hat vielleicht auch was, ne? Also nichts mit Kochen zu tun, aber... Habe ich auch noch nie gehört. Woher komme ich? Ich komme aus Güstrow. Du bist Güstrower und machst... Ich mache Pflege. Also ich mache seitdem ich mein Abitur bestanden habe, mache ich Pflege. Ich habe erst Pflege gelernt im Krankenhaus hier in Güstrow. Habe dann Pflege studiert und habe mich dann entschlossen, einen Pflegedienst zu gründen. Und jetzt bist du der große Pfleger. Der große würde ich jetzt nicht sagen. Aber also, ist es schon ein recht großes Unternehmen geworden? Ne? Ich glaube, 3 Standorte? Oder ist das, du bist jetzt verantwortlich nur für den Standort Güstrow oder bist du der Chef von allen? Tatsächlich bin ich oder versuche ich mich jeden Tag durchzusetzen, meine ganzen Mädels und so an allen also 3 Standorten. Also auch für alle Standorte? Tatsächlich ja, wobei Rostock jetzt gerade erst am Anlaufen ist. Ne? Also zurzeit 2 Standorte, Rostock ist jetzt der dritte, der ist letzte Woche dazugekommen. Oh, das ist ja dann also sehr aktuell. Und dann nimmst du dir Zeit mit uns zu kochen. Deswegen ja, natürlich. Das ist, ich wollte hier immer mal mitmachen. Das habe ich schon Caro gesagt und habe da irgendwie voll Bock drauf. Ja. Okay, und wir kochen heute was Indisches. Vindaloo kochen wir. Vindaloo ist ja mit vielen Gewürzen. Man sieht ja hier schon, du hast hier ein bisschen was aufgebaut. Man kann es wahlweise mit Schweinefleisch machen, Hähnchen und Lamm. Ne? Oder halt, wer gar kein Fleisch macht, der lässt dann das Fleisch Tofu. Macht den Tofu oder lässt das Fleisch weg. Dann fang mal an, mein Freund. Achso, ich muss das jetzt hier alleine machen, oder? Ja, oder ich habe das Rezept noch nie gelesen. Okay, also pass auf. Ich bin nur da, das hier so ein bisschen mehr anzugucken, was du hier machst. Und nebenbei stelle ich immer Fragen. Du kochst einfach, so, also okay. Du nimmst jetzt. Also, du kannst ruhig erklären, was du da machst. Das ist für mich auch ganz gut. Ich nehme jetzt hier ein paar Pfefferkörner. Und normalerweise gibt es dafür auch ein Rezept, aber ich habe das jetzt schon 1-2 Mal gemacht und meistens bin ich so der Typ, ich hau das einfach zusammen und am Ende schmeckt es dann oder schmeckt nicht. Ne? Okay. Du kochst aber zu Hause auch gerne. Ich koche zu Hause ganz gerne, wenn ich die Zeit habe, ja. Ich mache auch gerne alles dreckig hier. Das ist nicht schlimm. Ja, und jetzt muss ich tatsächlich mal gucken, was wir jetzt hier alles rösten. Ne? Soll ja auch irgendwie nach was schmecken. Ne? Also das ist ja bei den Indern ja so typisch, dass sie halt viel mit Gewürzen arbeiten. Richtig. Ne? Also Curry ist ja nichts anderes als auch wie eine Gewürzmischung. Da ist ja auch Kurkuma drin und halt Kreuzkümmel, Koriander und andere Geschichten. Und sowas ist es ja im Grunde genommen auch, dass man sich jetzt hier so ein eigenes Curry macht. Im Grunde genommen. Ist jetzt kein Curry, aber es wird eine Gewürzpaste, die wir dann mit Fleisch verfeinern. Gut, genau. Denn hau rein. Also, Senfkörner, Pfeffer, Kurkuma, Kreuzkümmel gemahlen. Genau. Die habe ich noch nicht drin tatsächlich. Wahrscheinlich gehört
das andere Zeug auch erst im Nachhinein da rein. Aber wir probieren das jetzt mal, ne? Würde ich sagen. Du, das ist dein Rezept. Du hast es aus. Ihr sucht euch, also jeder, der hier in die Sendung kommt, sucht sich aus, was er kochen möchte. Genau. Und normalerweise schmeiße ich das einfach zusammen. Das hatte ich im Vorhinein auch schon gesagt. Aber so sieht es halt ein bisschen cooler aus, vielleicht. Ne? So sollte es eigentlich sein, dass wir das erstmal anrösten und dass wir das. Also auf jeden Fall durch Wärme verändern sich natürlich auch die Aromen davon ab. Wir wollen ein bisschen Röstaroma reinbringen und ja. Das geht ja relativ schnell. Was kommt jetzt hier nach noch rein? Danach jetzt kommt noch ein bisschen Zucker, ein bisschen Salz und ein bisschen Essig da rein. Das damit es ein bisschen bindet. Ne? Also wir wollen das jetzt binden und wollen eine kleine Paste machen und dann wird das nachher zusammengekippt. Ne? Der zweite Topf ist ja auch schon hier. Wollen wir den auch schon mal heiß machen? Wir können ihn gerne schon mal heiß machen, ja. Guck mal, hier hinten piept schon was. Und als Beilage macht man klassisch natürlich, bei den Indern gibt es natürlich Kartoffeln, ja. Kartoffeln, richtig. Nein, Reis. Den habe ich hier schon im Dampfgarer schon mal ein bisschen vorbereitet. Dann kann da auch nicht schief gehen. Wir können vielleicht ja nebenbei, das dauert hier wahrscheinlich ein bisschen länger, schon ein bisschen schnibbeln, oder? Also, sag mir, was zu schnibbeln ist. Eine Zwiebel würde ich auf jeden Fall nehmen. Dann Knoblauch habe ich hier tatsächlich schon. Eingelenkten? Danke an Fadi, eingelenkten. Ja, und das ist top. Da brauchen wir also nichts mehr. Ja. Ingwer vielleicht noch. Ingwer lässt sich immer so schlecht pellen irgendwie, ne? Möchtest du das machen? Ich kann mich gerne um den Ingwer kümmern, wenn du das möchtest. Ich kann es versuchen. Super lieb. Dass ich den Ingwer hier so ein bisschen schäle. Ich habe ein kleines Messer, dann gehst du da hin. Ich gehe hier so ein bisschen hin. Nebenbei kann ich ja noch ein paar Sachen fragen. Du hast gesagt, du hast das studiert. Wie lange braucht man denn für so ein Studium als Pfleger? Aber ansonsten ist das ein Ausbildungsberuf. Pfleger ist genau. Ausbildungsberuf. 3 Jahre Ausbildung. Und dann 3 Jahre Studium noch, ne? Zum Bachelor zumindest. Also kannst auch noch weiter treiben, dann irgendwie seinen Master da in der ganzen Geschichte machen, aber dafür also, irgendwann wollte ich auch richtig arbeiten, weißt du? Ja, das ist hört sich mal doof an. Natürlich, so ein Studium ist gut und Akademiker werden ja auch gebraucht, sag ich mal. Ne? Mhm. Aber eine solide Ausbildung und Geld verdienen ist natürlich auch immer so. War das denn, also ich kann mir das jetzt gar nicht, ich stelle mir das jetzt so komisch vor, ne? Also du machst deine Ausbildung, machst dein Studium und dann sagst du, okay, ich gründe jetzt einen Pflegedienst. So, aber war das denn schon ein bestehendes Unternehmen, was du übernommen hast? Oder hast du einfach gesagt, oh, jetzt, ich kaufe mir jetzt 3 Autos, suche mir noch 2 weitere Pfleger und die fahren jetzt für mich umher und pflegen die Leute? Nee, pass auf, eigentlich macht das total viel Sinn, weil als Student bist du ja chronisch abgebrannt immer. Ja. Und dann habe ich mir einfach mit meiner Lehre, erst war ich im Klamottenladen, irgendwie hab da irgendwie Klamotten wieder einsortiert in Neubrandenburg. Okay. Und habe gesagt, das ist jetzt nicht so die Erfüllung. Ne? Und hab mir dann gedacht, da ich ja irgendwie immer mit Güstrow verbunden war, du suchst dir einen Nebenjob in Güstrow als Krankenpfleger während des Studiums. Ja. Und ich wäre nie auf die Idee gekommen, einen Pflegedienst zu kaufen, ne, oder zu gründen. Aber der Chef hat mir damals schon gesagt, dass er jetzt irgendwie zeitnah dann aufhören möchte. Ihre und er sucht Pension jetzt natürlich wollen. Auch Ersatz. Richtig. Hm? Und also. Unter dem Pflegedienst verstehe ich hauptsächlich Krankenpflege. Oder ist das auch Altenpflege? Ist das Kinderpflege? Also gibt's da Pflege ist ja ein weitläufiger Begriff. Oder sagst du, nee, jeder, der bei uns anfragt, wird hier behandelt. Also wer Pflege braucht, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Großmutter wohnt zu Hause und fühlt sich nicht mehr so und muss vielleicht keine Ahnung, braucht Hilfe beim Umziehen oder Medikamenten geben. Also was beinhaltet denn eure Pflege? Also was ist so der Kernjob? Also grundsätzlich machen wir erstmal alles. Mittlerweile ist es schwierig, weil der Job an sich ja auch immer komplexer wird und immer mehr Dokumentation und so erfolgt. Und sprich, es gibt natürlich auch Pflegedienste in unserer Kleinstadt hier eher nicht, aber die sich auf Kinderpflege spezialisiert haben zum Beispiel. Es gibt Intensivpflegen, es gibt Palliativpflegen. Wir machen natürlich auch klassisch die Altenpflege, also mit der Körperpflege, ne? Und erlegen Botengänge, Reinigungsdienste und so weiter. Aber haben uns seit 2018 auch nebenbei noch auf Wunden spezialisiert, dass wir eben sagen, ja? Erzähl. Ich unterbreche dich nicht. Erzähl. Also wir haben ausschließlich Wundexperten bei uns. Alle 3-jährig ausgebildeten Krankenschwestern sind Wundexperten bei uns.
und haben die klassische Pflegeausbildung mit einer Spezialisierung, mit einer Subspezialisierung auf Wunden. Und aber wie groß ist der Anteil jetzt von dem täglichen Job in der Pflege bei euch? Sagt ihr, es ist die Altenpflege ist jetzt, sage ich mal, macht am meisten aus von den Umsätzen, oder es sind tatsächlich die Wunden, also jetzt auch vom Arbeitsaufwand, jetzt nicht vom Geld gesprochen, sondern vom Tag, ne? Wenn ich jetzt bei dir 8 Stunden arbeiten würde, ich bin gelernter Pfleger und auch Wundpflege, mache ich dann, weiß ich nicht, 4 Stunden kümmere ich mich um die Wunden und 6 Stunden kümmere ich mich um die Alten? Oder wie funktioniert das? Also wie teilt sich das so ein bisschen auf? 50-50. Also unsere Examinierten haben natürlich irgendwie die dreijährig Ausgebildeten eher so den Job der Wundversorgung. Die machen dann viele medizinische Sachen, Tabletten geben, Insulinspritzen und so weiter und so fort. Das ist quasi in Touren aufgeteilt bei uns. Okay. Du hast dann eine Wundtour zum Beispiel, oder seit 2018 haben wir unsere eigene Praxisräume, auch musst du dir vorstellen, wie so eine Arztpraxis, nur ein bisschen gemütlicher eben, ne? Dass wir auch die Möglichkeit haben, weil es in den Haushalten manchmal vielleicht nicht so ganz hygienisch ist viele auch einfach keinen Besuch wollen von fremden Leuten, dass die dann zu uns in die Praxis kommen können. Ne? So, das ist so ein Zweig, deswegen ist es ungefähr 50-50. Also dieser medizinische Bereich und dann aber auch die Körperpflege und Reinigung und so, das sind die anderen 50%. Das kannst du schon fast so sagen, dass ich das... Da rein? Nö, mach mal später irgendwie. Ne? Okay. Okay. Ich versuche das jetzt hier so ein bisschen mit Essig abzulöschen und ein bisschen Zucker und karamellisiert das vielleicht auch. Mensch, das wird ja richtig heiß hier, ne? Ja, natürlich wird das heiß. Wow. Was sollte noch rein? Zucker sollte noch rein. Wo haben wir jetzt Zucker hier? Zucker war doch in dem großen noch. Ja, da ist noch Zucker drin. Da müsste eigentlich Rohrzucker drin sein, glaube ich. Ich wollte nur noch ein bisschen hoch, bevor der... Also es wird so ein bisschen süß-sauer dann in dem Prinzip, ne? Zucker, ja, genau. Und Essig, okay. Ich nehme mal einen Finger, ne? Ja, alles gut. Ich, wird ja alles thermisch desinfiziert und nur wir beide essen das. Alles klar. Gerd kriegt heute nichts ab. Zucker ist immer gut irgendwie. Ne? Also natürlich nicht, aber... gehört. Zucker macht Geschmack, ist, ne? Zucker gehört halt auch zum Kochen dazu. Richtig. Und gibt ja auch Geschmack, ne? So, pass auf, Salz brauchen wir natürlich auch noch. Salz war hier vorne drin. Das ist übrigens so meine erste indische Geschichte, die ich hier esse oder auch mal koche oder mit dabei bin. Ja. Weiß gar nicht warum, ich bin's noch nicht so... In die orientalische Küche, ist das orientalisch? Ich glaube schon. Orient, ja, bin ich da noch nicht so vorgedrungen tatsächlich. Also ich finde das erstmal total cool, weil es irgendwie, ich esse super gerne scharf. Ne? Okay, das wird also geht also näher noch ein bisschen schärfer. Ja, ich habe hier noch ein bisschen Special-Mische irgendwie. Alles klar, okay, ich halte mich fest. Da kommt noch ein bisschen Schärfe rein. Und ist halt auch ultra gesund. Ne? Also als ich irgendwie noch mehr Zeit hatte, habe ich auch... gerne mal ein bisschen Sport gemacht und da brauchst du halt kein schlechtes Gewissen zu haben. Also es ist total, total nahrhaft, das schmeckt und... komplett das Gegenteil, was wir letzte Woche gemacht haben. Käsespätzle, ne? Käsespätzle. Also hier jetzt mal was Gesundes. Richtig. Das zieht aber auch schon in der Nase, mein Freund, du. Ja, das ist schön konzentriert, nachher schmeckst du gar nicht mehr. So, ich muss aber noch ein bisschen runter, sonst verbrennt mir das hier. Genau, ne? das kann auch runter jetzt, glaube ich, wenn wir die Zwiebeln jetzt anschwitzen hier. Ein bisschen. Ja. Wird das heiß? Das wird heiß wahrscheinlich. Der ist schon ein bisschen... Okay, ist klar. Ich kann aber heiß anfassen. Da nehme ich zum Beispiel immer ganz gerne Butter, die haben wir jetzt wahrscheinlich hier, aber da oben ist Öl, ne? Wir haben hier auch Bratöl. Achso. Bratöl geht doch auch. Ja. Wenn man bei euch in der Pflege arbeitet, muss man aber prinzipiell gelernt sein. Oder gibt es auch so für ungelernte Kräfte so die Aufgaben, weiß ich nicht, jetzt für die Oma einzukaufen oder einfach beim Anziehen? Ja. Also wenn, ich weiß ja nicht, ob bei euch auch dieser Personalmangel ist, zu heiß? Ich glaube ein bisschen, ja. Ob bei euch jetzt riesengroßer Personalmangel herrscht, das wäre jetzt so meine nächste Frage, oder seid ihr gut? Kommt ihr gut zurecht? Also grundsätzlich in der Pflege herrscht auf jeden Fall Personalmangel. Aber wir kriegen das ganz gut kompensiert, weil wir irgendwie ein relativ junges Unternehmen sind auch. Ne? Also wir arbeiten viel über Social Media, irgendwie Instagram, Facebook. TikTok traue ich mich jetzt noch nicht so ran, aber das ist halt ultra wichtig, dass man da irgendwie die Leute auch abholt und natürlich nicht nur abholt. Ich kann natürlich irgendwie immer einen flotten Spruch da irgendwo posten und das finden alle cool. Aber wenn es dann auf Arbeit nachher doof ist, dann ist das auch nicht nachhaltig. Ne? Also wir versuchen auch schon... Das ist so ein bisschen die Waage zu halten. Ne? Richtig. Ich weiß nicht, wie ist der Altersdurchschnitt so bei euch? Du von bist. Also wir haben tatsächlich Kollegen, die sind
ich sag mal 18, 19, 20 und dann hast du auch Kollegen, die älter sind. Kollegen, die eben kurz vorm Ruhestand sind. Also das ist, da mache ich jetzt auch keinen Unterschied. Das muss einfach irgendwie passen. Für uns alle passen, genau. Und nur weil man jetzt ein bisschen älter ist, kann man ja trotzdem eine moderne Einstellung haben, genau, ne, zum Leben. Und das, du, das ist ja mittlerweile, wenn ich das so mal in meinem WhatsApp-Handy selber mal so sehe, ist es so, dass auch die Älteren viel mehr posten oder ihren Status aktuell halten als die Jüngeren. Ne? Also ich bin ja eher so sehr träge mit solchem Kram. Das macht hauptsächlich so meine Frau, alles was so Online-Kram ist. Alle denken mir, da stecke ich mir dahinter, aber es ist dann tatsächlich dann auch mal die Frau, die das macht. Oder halt auch die älteren Kollegen, die dann einfach in ihren Status dann hier, guck mal, was ich gerade Cooles auf Arbeit mache. Euch findet man bei Facebook, hast du Facebook, Instagram, Mac Cura. Genau. Einfach suchen und dann hat man das und dann kann man sich informieren. Sind das denn Kassenleistungen hauptsächlich oder ist es denn halt auch so, ich bin jetzt vermögend und sage, ich möchte jetzt gepflegt werden? Ich sag mal, ich würde dich deswegen nicht rausjagen, aber grundsätzlich meistens Kassenleistungen. Ne? Also ja, das ist ja doch, ne? Doch. Mittlerweile wird es immer schwieriger, weil natürlich die Löhne auch exorbitant gestiegen sind in den letzten Jahren, was auch notwendig war. Ja. Sonst kriegt man ja keinen mehr in die Branche jetzt. Aber das wird natürlich auch, irgendwer muss es bezahlen, das heißt, es ist meistens dann der Steuerzahler. Der Steuerzahler, ja, oder der Beitragszahler. Ich glaube, nächstes Jahr werden die Beiträge wieder angehoben und dann natürlich, was dann noch übrig bleibt, weil die Pflegeversicherung ist ja keine Vollversicherung, das muss dann letztendlich der Pflegebedürftige zahlen. Ne? Und okay, also der eigene Teil steigt auch immer höher. Mittlerweile sind auch viele noch zusätzlich zur Hilfe zur Pflege angewiesen. Das heißt also, der Gang zum Sozialamt oder zum Glück haben wir hier einen Pflegestützpunkt, der coacht das super und macht das, begleitet das ganz toll. Aber das ist schon deutlich spürbar. Okay, das ist also auch gerade die Inflation sorgt ja auch dafür, dass die Leute halt auch weniger Geld haben. Und wenn denn sowas Pflege ist, ich meine, ich kann mir ja im Grunde genommen, können wir uns jetzt aussuchen, welches Auto wir morgens fahren oder welches Handy wir uns kaufen. Ja. Aber wir können uns nicht aussuchen, wie es uns körperlich geht, sage ich mal. Ne? Und da muss man natürlich schon, da kann man nicht sparen. Weißt du, ich meine, das ist ein Punkt, wenn jemand gepflegt werden muss oder eine Wunde behandelt werden muss, da kann man ja nicht sparen. Also das muss man ja machen und so. Ne? Und das ist ja auch wichtig, dass das gemacht wird. Und das ist natürlich schon, glaube ich, wichtig, dass da auch das Verständnis aufkommt. Einmal für die Kräfte und natürlich auch, dass das System vielleicht auch mal irgendwie das auch würdigt. Ne? Man hat das ja jetzt so in der Pandemie gemerkt, wie wichtig und wie eigentlich über Jahre hinweg die Pflegebranche allgemein auch vernachlässigt wurde, so, ne, in dem Sinne. Ne? Sei es ich bin auch ein riesengroßer Verfechter, dass die Leute. Da? Ja, ne? Ja, da ist richtig. Okay. Alles gut. Dass endlich, ich finde auch, man sollte auch. Wie hieß es denn früher? Nicht Wehrdienst, sondern Zivildienst machen muss. Ja. Also bin ich so, das ist eine Sache. Also haben wir erstmal die Ausbildung nicht besetzt werden, weil viele Jugendliche noch gar nicht wissen, was sie machen wollen, weil sie eigentlich alle wollen so irgendwie YouTuber und TikToker und was weiß ich was werden. Und ich finde, man sollte die Leute irgendwie, die jüngere Generation, verdonnern, ein Jahr oder zumindest ein halbes Jahr was zu machen. Und wenn man Glück hat, dann stellen die Jüngeren jetzt mal fest, oh, das ist ja, das macht ja Spaß, ich habe nette Kollegen. Mhm. Und wenn du dann vielleicht 10% abgreifst für Ausbildungsberufe oder auch für Handwerksbetriebe, wäre das mega gut. Also ich glaube, das ist das, was eigentlich versäumt wurde. Weil viele haben auch Männer, sage ich mal, sind ja, die meisten gehen ja dann doch damals zur Wehrzeit, gehen zum Wehrdienst. Und die wenigsten gehen dann doch in den Zivildienst. Richtig, ja. Und die dann in den Zivildienst dann doch gehen und sagen, Mensch, ach, du, ich habe keinen Bock an. Die bleiben ja dann auch teilweise in dieser Branche. Die bleiben in der Branche, weil sie einfach verstehen, das macht Spaß. Es macht Spaß, mit den Omi zu arbeiten oder es macht Spaß, im Krankenhaus zu arbeiten. Und ich glaube, das ist was uns jetzt fehlt. So, ne? Was uns jetzt, der Schritt, dass wir das abgeschafft haben, fehlt uns, glaube ich, jetzt auch an Fachkräften. Das ist meine Meinung. Ich glaube, wir haben jetzt, da hast du völlig recht. Ich glaube, wir haben jetzt auch diese Problematik. Was heißt Problematik? Aber wir müssen uns auf ganz andere Auszubildende, eine ganz andere Generation einstellen, die halt, also wenn mir jemand damals auf der Station irgendwas gesagt hat, dann habe ich das nicht hinterfragt, dann habe ich es getan. Ne? Also das war bei dir wahrscheinlich ähnlich. Ja. Und es ist tatsächlich so. Das macht heutzutage keiner mehr. Ne? Das wird dann hinterfragt. Es wird teilweise auch, was ich auch
in Ordnung finde, teilweise auch abgelehnt dann, ne, die Anweisungen des Chefs oder so, ne, wenn es dann wirklich begründet ist. Ich diskutiere auch gerne und ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren irgendwie. Aber mit solchen Problemen war man damals nicht konfrontiert. Also, ich kenne das auch so, wenn der Meister gesagt hat, du musst Knochen putzen, dann musst du Knochen putzen. Und dann willst du nicht, da gab es gar nicht die Frage, warum soll ich das jetzt machen, sondern es wurde gemacht. So, ne? Ja. Also diese Hierarchie war halt da und da wurde sich dran gehalten. Und ja, es ist wirklich schwierig. Ich habe ja nur auch einen Lehrling und kenne das ja auch, das Problematik, obwohl mein Lasi ganz gut ist. Aber wenn man ihn dann doch mal fragt, Mensch, kannst du Samstag kommen? Man fragt ja, man sagt ja nicht, du musst Samstag kommen, man fragt, aber dann ist das so, als ob man fragt, ob man von ihm eine Niere haben möchte. Ne? Das ist schon. Das ist schon manchmal so. Das ist so. Eine richtig geile Analogie. Also ja es ist bei uns so. Genauso. Der Blick sagt, ich wollte ja nur, dass du mir Samstag kissst und ich wollte jetzt keinen Körperteil von dir oder irgendwie Geld, sondern einfach nur deine Arbeitsleistung, was ja auch eine Wertschätzung ist, wenn man sagt, okay, ich möchte gerne, dass du mir hilfst oder ich möchte, dass du da bist, weil du ja halt auch eine Arbeitskraft bist, die jetzt auch schon gut mitarbeiten kann. Aber ihr bildet auch aus, so wie ich das jetzt mitbekomme. Wir bilden auch aus, allerdings nur pro Standort einen pro Jahrgang, weil, also wenn, dann wollen wir natürlich auch, sind wir bestrebt, die Leute zu übernehmen und wollen dann natürlich auch dann dementsprechend auch die Zeit aufbringen und das qualitativ auch gut machen. Wo ist denn für die drei Lehrlinge dem Sinne, wo haben die Berufsschule? Unterschiedlich. Also in Wismar, in der Berufsschule in Wismar, also wir haben das wirklich lokal einzelne Kooperationsverträge mit den Schulen. Ne? Ja. Und hier in Güstrow ist es die Ecolea. Ne? Ecolea ist Quatsch. Ist das auch eine duale Ausbildung? Also mit Schule und Lehrbetrieb, so wie man das kennt? Genau. Und die kriegen auch normales Lehrlingsgehalt? Richtig. Ist mittlerweile auch ganz, ganz gut. Und, also gibt es bei euch, hast du Probleme, Lehrlinge zu finden? Oder sagst du, nö, meine Lehrlinge, die drei Stellen kriege ich eigentlich jedes Jahr, also immer gut besetzt oder alle drei Jahre dann in dem Sinne, ne, wenn das denn... Das Ziel ist jetzt natürlich, wir bilden noch nicht so lange aus. Wir haben zwischendurch mal ausgebildet, so vor 7, 8 Jahren habe ich es mal versucht und habe dann irgendwie aber gedacht, Mensch, jetzt... zum Glück klappt es dann immer noch so mit der Personalakquise, ne? Ja. Und das machen wir jetzt seit 2 Jahren und versuchen natürlich auch den Leuten, die schon bei uns arbeiten, irgendwie dann nochmal einen Sprung in der Karriere zu ermöglichen. Ne? Also es ist, da weiß man, was man hat. Ich schätze den Kollegen dann ja in der Regel schon, bevor wenn ich... wenn man sagt, man braucht jetzt noch genügend Pfleger und hätte ja jetzt sein können, Mensch, wenn du bei uns eine Ausbildung machst, die Lehrlinge, die volljährig sind, kriegen den Führerschein bezahlt, weil sie dann zu den Omis fahren können oder haben Firmenwagen. Also so eine Flotte, glaube ich, ist ja bestimmt auch nicht klein bei 3 Standorten. Da kommen ja bestimmt ein paar Fahrzeuge zusammen. Das definitiv. Und es ist ja, wie gesagt, wir versuchen, ein modernes Unternehmen zu sein und versuchen dann auch irgendwie zu den Dienstbesprechungen, gibt es dann irgendwie jedes Mal was zu essen, sei es hier Pizza von irgendwem oder, ne? Es ist so, dass wir einfach versuchen, auch irgendwie cool zu bleiben oder so, ne? Ich meine, das ist in den 10 Jahren, seitdem ich das jetzt mache, die neue Generation findet ja ganz andere Sachen cool als wir, ne? Ich denke immer noch, ich bin hier so ein junger Hüpper oder so, aber es ist ja auch nicht mehr so. Soll jetzt die Gewürzpaste da jetzt mit rein? Ja, hau die mal mit rein. Irgendwie sieht das auch anders aus als sonst, aber es wird schon schmecken, ne? Alles gut, es sieht auf jeden Fall sehr viel Flüssigkeit aus. Ich glaube, wir müssen jetzt auch ordentlich was einkochen und das Fleisch muss natürlich auch noch mit rein. Richtig. Das Pfeffern da gleich mit rein. Ist du scharf oder? Ich esse scharf, Lamm, Rind. Alles klar. Nein, ich esse auch scharf. Man könnte das mit nicht vorhandenem Joghurt hier noch ein bisschen neutralisieren, glaube ich, nachher. Ne? Aber so musst du da jetzt durch wahrscheinlich. So trinke ich die Kaffeesahne hier aus dem Kranz, wenn ich hier rausfliege. Hier nehmen wir mal einen großen Löffel, da stehe ich ja total drauf irgendwie auch. Jetzt kommt da die Knoblauchpaste von Fadi. Jetzt kommt da einfach alles rein hier, was noch übrig ist. Ja. Also ich habe das jetzt einfach mal so entschieden, ne? Du, das wird schon schmecken nachher irgendwie. Also das es sieht auf jeden Fall spannend aus. Also wir haben jetzt auf jeden Fall Gewürze angebraten. Wir haben, um das nochmal zusammenzufassen für die Zuschauer, indisches Gericht. Kurkuma, Senfkörner, Pfeffer, Koriander darf auf jeden Fall nicht fehlen. Chili-Paste, deine Chili-Paste. Jetzt kommt noch Knoblauch mit dran. Ich muss das jetzt für die Zuschauer, bis das ja nachkochen können. Ne? Passierte Tomaten. Ne? Richtig, ja, genau. Und natürlich, was darf natürlich nicht fehlen? Kokosnüsse, also Kokosmilch. Ne? Weil die in der Kuhmilch gibt es da, glaube ich, relativ selten, glaube ich. Ah, ist, glaube ich, bei den Chinesen. Ach, ist egal. Wir machen jetzt hier, also das haben wir alles drin. Und natürlich auch den Ingwer. Und
Und so. Jetzt kommt die wichtigste Zutat jetzt quasi noch. Knoblauch. Das ist ja... ja. Oha, ja, das ist... Da wollen wir auch nicht sparen hier. Da geht, ja. Da gehe ich auf jeden Fall steil. Da freut sich meine Frau, wenn ich nach Hause komme, ne? Ja, ist auf jeden Fall Ruhe dann, ne? Also, ja. Jetzt ist das noch relativ flüssig. Reduziert das noch ein oder bindest du das noch irgendwie ab? Das soll ja jetzt eigentlich so 40 Minuten köcheln. Ich würde das einfach mal ein bisschen beschleunigen, indem wir das eine Stufe höher stellen. 40 Minuten? Mhm. Dann haben die Zuschauer schon abgeschaltet. Richtig. Oha. Also das gedanklich wahrscheinlich auch, wird es langweilig irgendwann. Ne? Och, nur so langweilig ist es ja nicht mit dir. So. Ich mache jetzt das Fleisch mit ran. Hau rein. Ja. Ich habe jetzt hier Schweinegulasch geschnitten. Der ist, also das ist Bio-Schwein. Mhm. Und der ist aus der Oberschale geschnitten. Das ist immer ganz wichtig. Das verkürzt natürlich jetzt auch die Zeit, weil Oberschale ist der Schinken. Und der braucht dann auch nicht zu lang und bleibt dann, wird dann trotzdem schön zart. Wenn du natürlich Schweinegulasch aus der Schulter schneidest, die Schulter wird einfach döller beansprucht und ist ein bisschen fester. Das muss natürlich, dann musst du das natürlich eine Stunde köcheln lassen. Mhm. Ne? Und die Inder kochen das ja nicht an, wie du gesagt hast. Die wollen ja das einfach hier drin kochen. Also der wird, das wird dann halt auch weiß, also es wird jetzt nicht braun, der Gulasch, sondern der wird hier einfach in diesen Gewürzsud und in dieser Soße gekocht. Und dann ist der nach, ja, ich würde auch sagen, so 30 Minuten braucht er auf jeden Fall, bis der dann vernünftig durch ist. Und dann ist der, oh, ein bisschen doll, die Pfanne hätte noch einen Tick größer sein können, ist nicht schlimm. Und dann sind wir eigentlich ja schon da, wo wir hinwollen. In der Zeit könnte man natürlich den Reis kochen, dass man das hat. Ich war heute ein bisschen schnell unterwegs. Ich hätte sonst, ich hatte ja schon zu meiner Frau gesagt, ich wusste, dass wir heute ja ein bisschen indisch kochen. Wer zu Hause hat, kann auch so einen Tajin nehmen. Ne? Das sind so marokkanischen Topf. Ist für dieses Gericht total geil, weil der Wasserdampf steigt auf und du kannst es langsam köcheln lassen. Wir machen das jetzt einfach hier mit dem offenen Deckel, um das ein bisschen einzureduzieren und drehen hier natürlich ein bisschen auf. Und dann haben wir ja noch ein paar Fragen vorbereitet. Ich hau noch ein bisschen Parfüm ran hier, ne? Ja, dann, mach ruhig, würz okay. ruhig. Du darfst trotzdem würzen. Würzt du gerne, also bist du so ein Würztyp, sagst du, du haust, probierst alles aus und irgendwann passt das? Richtig. Also meistens schmecke ich es dann auch ganz zum Schluss nochmal ab und ärgere mich dann entweder oder nicht, aber das. Okay. Also ich bin da relativ experimentierfreudig und das Schöne ist. Es weiß ja keiner, wie es schmecken soll. Richtig, und indisches Essen ist generell immer total überwürzt, deswegen ist es, Liegt, also das mit den Gewürzen, das brauchst du in dem Fall eigentlich nicht machen, weil wir gutes Fleisch haben, aber das ist so mit der Hauptgrund, warum die Inder so doll würzen, ich weiß, Sachen haltbar zu machen. Ne? Also, es tut mir jetzt auch leid um das schöne Gulasch, aber es muss ist nicht schlimm, es war ja auch vom glücklichen Schwein, also von daher... Darf das glückliche Schwein auch im indischen Vindaloo landen? Wir müssen ja noch mal googeln, woher dieses Wort kommt. Das muss, glaube ich, noch mal klein ins Infotext mit reinpacken. Wir haben ja gesagt, du hast drei Standorte. Du machst das jetzt schon... Zehn Jahre. 10 Jahre. Du bist jetzt 10 Jahre selbstständig, drei Standorte. Genau. Denkst du... schon mal 10 Jahre weiter, sagst du, in 10 Jahren habe ich vielleicht 6 Standorte? Oder sagst du, nee, das ist jetzt schon das Limit, was ich mir zutraue und eher will ich denn, weiß ich nicht, oder es ist, oder also, du gibst für jeden Standort vielleicht eine zweite Hand, der so den Hut auf hat und sagst, okay, das funktioniert. Und wenn ich sehe, Güstrow und Wismar hat gut funktioniert, jetzt seid ihr ja neuestens in Rostock, kommt vielleicht noch Schwerin dazu. Also hast du da einen Plan oder lässt du es auf dich zukommen? Also tatsächlich lasse ich das nicht mehr auf mich zukommen. Also als ich das mit 24 übernommen habe, den Laden habe ich natürlich gedacht, geil, jetzt eroberst du die Welt oder so. Dann noch frisch vom Studium, da wird einem ja auch noch eingeredet, dass du irgendwas kannst. Ne? Und, und dann wird man natürlich irgendwann von der Realität eingeholt. Und ich bin ja nur so gut, oder der Pflegedienst ist ja nur so gut wie die Kollegen. Also und unsere Kollegen sind gut, aber es wird immer schwieriger, gute Kollegen nachzuholen, die dann eben auch mehr Patienten versorgen können. Und deswegen setze ich eher darauf, natürlich am Standort
relativ bekannt zu sein und das dann auch auszubauen. Aber Rostock wird auf jeden Fall mein letzter Standort sein, an dem wir uns gründen. Es ist auch eben jedes Mal eine Heidenbürokratie. Also dafür würden keine 40 Minuten reichen, wenn ich jemandem erzählen müsste, was wir das bei den Kostenträgern und bei den Ämtern alles einreichen müssen. Okay, also großen Respekt dafür. Ne? Also mit 24, also ich war ja nur auch 29, als ich mich selbstständig gemacht habe. Sind ja dann, glaube ich, ein Alter 34, bist du auch? Nee, 35 bin ich, Entschuldigung. Achso, 33. Du bist 33? Mhm. Verdammt, ey, der ist jünger als ich. Aber ich denke, so, wenn ich manchmal so zurückgucke in meine Selbstständigkeit, sehe ich jetzt einiges ein bisschen gelassener und einiges würde ich vielleicht auch anders machen und würde sagen, hätte ich mir vielleicht sparen können. Und man sagt, na, es ist manchmal so, ne? Also ich muss sagen, jetzt momentan, wie es jetzt ist, klappt es wirklich gut. Ich habe zwei gute Standortleiterinnen. Ach, die kann ich euch einmal grüßen jetzt, ne? Also ja, so, natürlich, gerne. Nadine, Sabrina, vielen Dank. Also ihr rettet mir so auf den Hintern. Ganz, ganz, ganz toll, muss ich wirklich sagen. Und natürlich auch an die anderen Kollegen. Ganz dickes Dankeschön, die mich teilweise auch schon seit 10 Jahren begleiten. Also das muss man auch dazu sagen, sind noch alle vom Urpflegedienst da, die jetzt noch nicht im Ruhestand sind. Okay, aber das ist aber... Und du kommst auch... Also ich meine, das ist ja auch noch so eine kleine Herausforderung, wenn man der jüngeren Generation... Hm. Wir sagen beide, wir sind mal jung, ne? Aber wenn natürlich die Kräfte, die da sind, schon älter sind, ne? Es ist ja bei uns auf Arbeit auch so, ich bin der Jüngste, meine Mitarbeiter sind alles jünger als ich. Aber finde ich, also ich hatte immer so ein bisschen, anfangs hatte ich mir so ein bisschen Bedenken, aber mittlerweile denke ich eigentlich, wenn man es drauf hat oder weiß, was man kann, dass man halt, wenn man gegenseitig sich respektvoll und... Richtig. Oder? Ja, und wie gesagt, ich lerne auch noch jeden Tag dazu. Das sollte man auch. Ne? Also ja. Wenn man immer so mit dem Tunnel durch die Gegend rennt, dann ist auch ganz schnell mal vorbei. Ne? Ja, also, man muss sich immer irgendwie, finde ich, auch mal ein bisschen neu erfinden teilweise, damit man nicht stehen bleibt. Also richtig. Es ist bei unserem Unternehmen nicht anders. Heute gerade Bio-Zertifizierung noch gemacht und da noch was und herzlichen mal Glückwunsch. Wieder neue. Wahrscheinlich auch wieder Behördengänge ohne Ende und Prüfungen und was weiß genau, ich was. Genau, also ist jetzt nicht, also dass man denkt, okay, man macht eine Bio-Prüfung, aber dann kommt noch dazu, ja, du brauchst ein Warenwirtschaftssystem, brauchst das Kassensystem, der Online-Shop und. Das ist so ein kleiner Rattenschwanz. Also einfach zu sagen, ich kaufe jetzt Bio-Fleisch ein und mache ein Bio-Siegel drauf, so ist es leider nicht. Aber das ist leider so. Dafür leben wir in Deutschland, dafür wissen wir auch, dass alles kontrolliert ist. Ne? Richtig. 10 schnelle Fragen an dich. Tee oder Kaffee? Ah, beides. Wann also abends Tee tatsächlich und morgens Kaffee. Ja. Okay. Wann hast du das letzte Mal Fleisch gegessen? Das habe ich gestern gegessen. Also schnelle Fragen, Mensch. Das ist okay. Warte mal. Ich denke gestern. Ist mein Naturell irgendwie. Also ja, wahrscheinlich gestern. Weißt du noch, was es gab? Nee. Oh Gott. Ich bin mein eigener Patient hier, ne? Ich so, ja, ich merke das schon. Richtig. Ja, du hast bestimmt andere. Okay, dann machen wir nächste Frage. Okay. Auto selber fahren oder fahren lassen? Also ich kann mir nicht leisten, jemanden fahren zu lassen, deswegen fahre ich es eigentlich Freundin, in der Regel selbst. Also, ne? wenn du jetzt eine Freundin hast, würdest du... Nee, meine Frau, fährt tatsächlich nicht mit meinem Auto und ich... Ach so. Aber wenn ihr unterwegs seid, fährst du oder du fährst ungern bei ihr mit? Also genau. Also nicht, weil ich ein schlechter Beifahrer bin, aber ich fühle mich mit meinem Auto einfach wohler. Das ist der einzige Grund. Ne? Ich bin total entspannter Beifahrer. Horrorfilm oder Komödie? Komödie auf jeden Fall. Ich kriege immer Angst bei Horrorfilmen. Kann ich schlecht schlafen. Welches Küchengerät wärst du gerne? Ein Messer. Die sind übrigens richtig gut hier. Also super scharf. Total also, toll. Lass mich mal in der Rundtasche verschwinden. Nee, also eher Messer, ja. Womit kann ich dich am meisten ärgern? Oh Gott, Lustlosigkeit. Das habe ich bei der letzten Dienstbesprechung auch gesagt. Irgendwie Zitat wörtlich, ihr könnt alles von mir haben, aber wenn ihr morgen schon lustlos zur Arbeit kommt, dann das triggert mich irgendwie. Okay. Und ohne was kannst du nicht leben? Also worauf könntest du jetzt so nicht verzichten? Oh Gott, da gibt es viele Sachen. Meine Frau, meine Standortleitung, ne? Meine Gitarre. Ich könnte nicht ohne meine Gitarre leben. Also es gibt ganz viele Sachen. Ja. Kannst du gut lügen? Situativ? Nee, eher nicht, glaube ich. Also ich laufe dann immer rot an und bin dann nicht so schlechter Lügner. Auch eine gute Eigenschaft, finde ich. Cluburlaub oder Weltentdeckertour? Eher Weltentdeckertour. Also es ist auch meistens kein Urlaub, weil wir dann irgendwo von Sehenswürdigkeiten zu Sehenswürdigkeiten fahren. Wir waren mal in Italien, haben da Canyoning gemacht, irgendwie von der Klippe springen und so ein Zeug. Also so einen Spaß mache ich halt noch mit, solange es geht irgendwie. Und dann, Staubsaugen oder abwaschen?
Staubsaugen ist meine Aufgabe zu Hause. Ich habe gehofft, du sagst abwaschen, du kannst hier nachher alles aberledigen. Aber das mache ich natürlich trotzdem, wenn ich hier schon alles einsauere. Aber, nee, alles gut. Aber es waren schöne Antworten. Also, und ich weiß immer noch nicht, was ich gestern gegessen habe. Das bringt einen ja zum Grübeln, ne? Doch. Na? Ich hatte am Wochenende tatsächlich wieder mal mit meiner Frau so einen Asia-Trip und dann haben wir asiatisch gekocht. Genau, das war's. Ja, das ist jetzt dieses Jahr, glaube ich, auch ein Riesenproblem mit asiatisch kochen, beziehungsweise zu Weihnachten die Ente. Das wird, glaube ich, dieses Jahr noch ein bisschen schwierig, weil der Geflügelpreis und dadurch, dass es wenig Züchter gibt, ist natürlich schon alles ein bisschen... Ich guck mal schon mal, wie das Fleisch schon mal ein bisschen durchgezogen ist. Guck mal, wenn ihr erstmal, halt das mal so in die Kamera. Und das ist, meine ich, mit der Oberschale. Ne? Wenn der Schweinegulasch aus der Oberschale ist, sparst du eigentlich im Grunde genommen Energiekosten. Okay. Das ist bestimmt knallheiß, ne? Also das sollte ich jetzt nicht essen. Nö. Nee. Okay. Du kannst essen. Hau rein. Ist dein Gerät. Ein bisschen geht doch, ne? Aber es ist, soll tatsächlich so schmecken. Ja, es schmeckt sehr gut. Man schmeckt sehr gut den Kokos raus. Wir können ja schon mal in der Zeit, während das da noch köchelt, können wir ja schon mal ein bisschen, ich bringe das mal kurz weg, und dann können wir ja schon mal den Reis aus der Pfanne holen. Mhm. Hast du irgendwo einen Topflappen hier? Ja. Ich kann heiß anfassen. Achso, okay. Pass mal auf jetzt. Zerbrenne ich mir mal richtig die Flossen. Oh nee, kann ich nicht. Warte mal. Auf jeden Fall brauchen wir schon mal Teller. Ich würde sagen, wir nehmen so schöne dunkle Teller. Das sieht dann mit Reis immer wunderbar aus. Reis, was? Blubbert über? Ja, nee, geht doch. Ich versuche das mal hier mit. So. Hast du noch so einen kleinen Teller hier irgendwo? Ich würde das vielleicht einmal abschmecken oder so. Vielleicht ist ja okay, aber... So. Richtig schöner... Da nehmt ihr den Reis, den ihr zu Hause habt, ne? Basmati-Reis oder Jasmin-Reis, das, was ihr gerade findet. Aber oder Kartoffeln. Oder halt Kartoffeln. Tatsächlich, als ich das erste Mal gekocht hatte, habe ich wirklich, ich glaube im Original, hast du da wirklich Kartoffeln drin und die schälst du und schmeißt die einfach mit rein irgendwie. Also fand ich auch ganz ulkig, aber ja. Also ich finde, ich mag gerne Reis, ich esse aber auch gerne Kartoffeln. Ich esse irgendwie alles, was schmeckt. Und alles, was Kohlenhydrate hat und ungesund ist, ne? Das geht uns allen so, glaube ich, ne? Das ist leider so. Die guten Sachen sind ja nicht mehr die gesündesten. Einen Löffel zum Probieren für uns. Ist das okay vom Geschmack her? Hast du jetzt, was sagt er? Ich finde es okay. Ich mache es jetzt nicht schärfer, ne? Und ja, ansonsten finde ich es in Ordnung. Möchtest du auch mal probieren hier? Oder, ich kann gerne... Von der anderen Seite oder so. Von der anderen Seite? Womit hast du das aufgefüllt hiermit? Jo. Und wenn dann der Würgereflex einsetzt, dann weiß ich, dann müssen wir noch irgendwie was machen. Ne? Auf jeden Fall habe ich ein bisschen Angst, dass ich mir hier die Schnute verbrenne. Hat ordentlich Power. Also da kommt richtig was auf einen zu. Gut für den Stoffwechsel. Ja. Ich glaube, das mit der Kaffeesahne... Oh, der Teller ist... Das war nicht so schlau. Wir nehmen mal erstmal nur den Teller. Und niemals einen Teller auf die Serranplatte stellen. Dann habt ihr nämlich einen Teller weniger. Aber kochen müsst ihr nicht für die Leute. Nee. Das haben wir ausgelagert und das ist, also natürlich gibt es ja mal einen Kartoffelsalat oder so. Ne? Ist aber ich meine so für die Pflege, für die Pflegebedürftigen? Nee, genau, das meine ich. Also ab und zu mal einen Kartoffelsalat, dann auch zusammen mit den Bewohnern, mit den Pflegebedürftigen.
Aber Kuchen gibt es eigentlich jeden Tag, selbstgebackenen, ne? Das auf jeden Fall in unseren Einrichtungen, in unseren Seniorenwohngemeinschaften, die haben wir auch noch an jedem Standort. Ah, okay. Aber ansonsten überlassen wir das Menschen, die das können, ne? Also so auch in der Masse natürlich. Ich gebe dir das mal, ich mache mir hier mal den kleinen Teller fertig, weil ich habe mir hier den... Weil es dir nicht schmeckt. Nee, ich habe hier den Teller gerade so ein bisschen. Okay. Das ist natürlich beim Live-Fernsehen immer geil, wenn man so einen Teller auf eine Ceranplatte macht und der dann auf einmal nicht in seine ursprüngliche Form zurückkehrt. Aber dann ist das überhaupt nicht schlimm. Slöffel, du hast einen, ich habe einen. Mhm. So, Felix, hat mich sehr gefreut. Ich habe jetzt mich auch. Sehr, ja, also toll. Ich finde es einfach nur toll. Okay, danke. Cooler danke. Typ. Danke fürs Kochen und ihr schaltet wieder ein bei Güstrow TV mit Charme und Schürze. Und Felix, nächstes Mal kriegst du auch eine Schürze, dann stehst du nicht so am Herd, ne? Ah, ist okay. Ich stand nicht da am Herd, oder? Oh, ich habe einen Fulschen. Ach so, ah, okay, alles klar.